Ja. Was sollen wir jetzt warten, oder? Sollen wir mal klopfen? Haben wir schon? Haben wir schon geklopft? Egal, komm. Hab ich nicht gesagt, ihr sollt warten? Oh! Ja. Kommt rein, der Herr Bischof empfängt euch jetzt. Tut mir leid, meine Güte. Der Bischof. Oh Gott. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Bitte, setzt euch. Vielen Dank, ehrwürdiger Herr. Bitte nennt mich Walleran. Mir scheint, ihr wart ein wenig ungeduldig. Aber ein wenig Eifer schadet nicht. Timothy berichtete mir, ihr seid ja Prior von... St. John in the Forest, ehrwürdiger Herr. Dann seid ihr wohl Philip von Gwynedd. Ich bin überrascht, dass ihr meinen Namen kennt. Als Bischof bin ich ex officio Abt von Kingsbridge. Daher muss ich davon wissen. Nun, Gott hat uns in St. John gesegnet. Ich wünschte, von der Priorei Kingsbridge könnte man das Gleiche sagen. Sagt mir, Prior Philip, was bringt euch zu so einer späten Stunde hierher? Timothy sagte, ihr wolltet es nur mir erzählen. Huste laut gegen den Kloß im Hals, ist auch gut. Weiß ich nicht. Ich nehme an, ihr wisst, dass Stefan von Blois Anspruch auf den englischen Thron erhebt? Mit dem Segen der Kirche? So schnell? Ich habe von Plänen gehört und von Bestrebungen. Das ist sehr gut. Ich kenne Stefan. Als Bischof muss ich mich mit Politik befassen. Es ist immer gut, wenn die Kirche ein Wort mitredet. Mhm. Aber sagt, woher wisst ihr davon? Ah, steht euer Bruder Francis nicht im Dienste Graf Robert von Gloucesters? Hat er es euch erzählt? Ich sag die Wahrheit. Verzeihung. Ja, Francis hat mir davon erzählt. Er steht in der Tat im Dienst des Grafen von Gloucester. Aber wieso bringt ihr die Politik zur Sprache? Sagt mir, Philip, warum seid ihr hier? War es falsch von mir, zu euch zu kommen, Herr Bischof? Hätte ich den Brief besser zum Sheriff von Shiring bringen sollen? Justus ist gottlos, arrogant und korrupt, wie alle Sheriffs. Philip, woher habt ihr diesen Brief? Ich habe ihn unter Prior James Dokumenten in Kingsbridge gefunden. Ich bin dort ein paar Tage zu Gast. Prior James. Möge er in Frieden ruhen. Hat er nicht befohlen, dass alle Dokumente verbrannt werden sollen? Ihr wisst davon? Subprior Remigius hat es mal erwähnt. Ich habe die Brüder gebeten, James Dokumente nicht zu verbrennen. Sie waren einverstanden. Ah ja, und dort habt ihr den Brief gefunden? Ja. Timothy, lass uns allein. Oh, Timothy.
Und habt ihr sonst noch etwas gefunden? Nein, nur den Brief. Der Bote, der ihn bei sich trug, hatte einen Unfall und starb bei Kingsbridge. Und euer Bruder Francis hat euch davon erzählt? Nein. Philip, ihr sagtet mir bereits, dass ihr mit ihm darüber geredet habt. Aus dem Brief ersehe ich, dass der Bote im Dienst des Herrn eures Bruders stand. Deshalb ist es verständlich, dass ihr ihn schützen wollt. Aber es ist nicht nötig, mir gegenüber zu lügen. Im Krieg würden so viele sterben. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Und tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Das Buch Hiob. Aber dies ist nicht das Werk Gottes, sondern des Grafen Bartholomäus. Ihr seid wahrlich der Mann, von dem ich so viel gehört habe. Ich werde mit Freunden von mir reden. Beten wir dafür, dass wir Graf Bartholomäus' Pläne vereiteln können, bevor es zu spät ist. Ihr habt eine mutige Tat für die Kirche vollbracht, Bruder Philip. Eine wirklich mutige Tat. Ihr solltet jetzt nach Kingsbridge zurückgehen. Und kein Wort davon zum Sheriff, ja? Ich breche sofort auf. Kein Wort davon zu irgendwem. Verstanden. Okay. Wird immer verzwickter, immer verworrener, die Geschichte. Was sagt der Philipp denn jetzt noch zu uns? Nichts. Oh, Entschuldigung. Ja. Sind wir denn jetzt? Sollen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Der Bischof könnte mich sehen. Ich bleibe besser auf dem Weg. Nichts von Belang. Valoran bat mich aufzubrechen. Sollte losreiten. Ich sollte mich auf den Weg machen. Was hat denn die Bibel dazu? Warum ist es leichter, anderen im Glauben beizustehen, als ich selbst? Tja, ich weiß es nicht. Alles klar, reite mit dem Wind, Jolly. Zeit aufzubrechen, alte Freundin. Jeha! Oh. Boah, Alter, es wird immer. Oh. Hast du genug Proviant eingepackt? Es wird eine Weile dauern, bis es wieder irgendwo geräuchertes Wild gibt. Ja, ich hab genug genommen. Boah, sogar zu der ist der Assi. Hat jemand Martha gesehen? Die ist pissen gegangen. Ich such sie. Bin gleich wieder zurück. Du bist auch Steinmetz, stimmt's? Mhm. Was hast du bisher gebaut? Jack würde sicher gern etwas über deine Arbeit hören. Häuser. Ich haue vor allem Steine. Ich habe noch nicht viel gebaut. Das muss anstrengend sein. Yep. Ja. Mhm. Und sonst so? Wie geht's den Kindern? Und wie kommst du so zurecht? Passt schon. Du weißt schon, dass du keine Angst vor mir zu haben brauchst? Habe ich nicht. Reden die noch weit? Ich gehe mal nach Tom sehen. Okay. Ah. Tom. Ich gehe mal nach Tom sehen. Ich sehe nicht nach meinem Vater, ich sehe nach Tom. Naja. Asche und Dreck. Haben Städte große Feuerstellen? Die Höhle wird kalt. Die Reaktion von ihm ist so ein... Oder
Kopfschütteln. Das sieht man jetzt nicht selber noch. Ja. Oh. Wo ist Martha? Ich gehe sie. Die sitzt doch hier in der Höhle. Die ist noch nicht so versteckt. Naja. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Die ist noch nicht mal versteckt. Kein Problem. Du brauchst nicht zu reden. Tom sucht dich. Ich will hier nicht weg. Es ist so gefährlich da draußen. Da draußen gibt es Räuber. Richtig. Im Wald, da sind die Diebe. Ein Kännchen Kaffee, 7 €. Tom wird sie verprügeln. Da haut's alle kaputt. Ich hab ne Schleuder. Meine Mama wird dich beschützen. Sie wird für alle kochen. Oder so. Komm, machen wir einfach cool. Ich habe einen Schleuder. Vielleicht kannst du mir ja beibringen, wie man sie benutzt. Jederzeit. Gewöhnlich beschützt mich Papa. Aber er kann auch nicht immer da sein. Ich muss lernen, mich um mich selbst zu kümmern. Richtig. Ich finde das halt lustig. Ich finde das extrem lustig, dass die Martha und der Jack irgendwie gerade so, ja, ich will nicht sagen, ähnliche Stimme, oder? Das klingt einfach, als wenn sie zwei Mädchen miteinander unterhalten würden. Und er ist ja offensichtlich, sagen wir mal, etwas älter als sie. Ich würde mal so schätzen, so 4, vielleicht 5 Jahre. So. Sie ist vielleicht 5 und er ist so, ja, sagen wir, okay, sie ist vielleicht 6 oder 7 und er ist so 12, 13 oder, ich weiß es nicht, aber ganz komisch. Und dann haben die beide dieselbe Stimme. Entweder ist noch nicht in der Pubertät oder so, aber die haben irgendwie beide eine Mädchenstimme. Wir kennen uns noch nicht so gut. Wir sind hier zu 5. Irgendjemand wird immer da sein. Das stimmt nicht. Und ich will hier bleiben, wo es sicher ist. Mehr kommt. Das hier ist Karl der Große. Er wird dich beschützen. Oh. Bin ich seine Prinzessin? Das bist du. Zusammen seid ihr mutig, schlau und gebt niemals auf. In Ordnung. Ich muss standhaft sein. Danke, Jack. Martha? Wo bist du? Komm. Wir gehen auf ein großes Abenteuer. Yay! Abenteuer! Auf zur Black Pearl! Oh, nicht wieder. Jetzt wieder so. Unterwegs verriet ich Martha die Namen meiner Bäume. Da war die Birke Jerusalem und die Eichen Alexandria und Byzanz. Als ich ihr Rom zeigte, lachte sie und benannte einen Apfelbaum Southampton. Je weiter wir gingen, desto fröhlicher wurde sie und taufte alle neuen Bäume Winchester, Bath, Salisbury, während ich immer stiller wurde. Ja, okay. Ich muss aber, wenn ich die Karte sehe, muss ich immer sagen, es irgendwo steht The Shire. Also so aus der Hobbit. Weißt du? Ja. Schließlich stießen wir auf eine große Straße. Dieser Weg führt nach Shiring, sagte Tom. Das war für mich der seltsamste Name von allen. Essel nennt die Bäume nach Orten oder Städten oder weiß ich nicht was. Und dann so, ja, Shiring, das ist der seltsamste Name. Shiring, aber das liegt vielleicht daran, dass es in England ist. Dieser Weg wird kein leicht sein. Fishy Chips, da fällt mir vor Schreck schon fast was runter. Okay, weiter geht's. Lauf! Kleiner Jack. Ich kenne noch Jacks. Ich habe noch nie einen Jack gesehen. Gegen Mittag hatten wir den Rand der Stadt erreicht. Mama gab uns ein paar getrocknete Pflaumen zu kauen, während sie mit Tom diskutierte,
ob wir uns direkt in die Stadt begeben oder daran vorbei zum Palast des sogenannten Bischofs gehen sollten. Tom hoffte, Arbeit am Palast zu finden, aber Mama war nicht wohl dabei. Also gut, ich habe ja nichts gegen Trockenobst, ja. Ich esse auch gerne mal Rosinenbrot, oder im Stollen, so. Ich will aber noch Stollen essen, wo Rosinen drin sind, aber nicht Marzipan. Ich finde zum Beispiel Marzipan eklig, aber ich so getrocknete Pflaumen würde ich auch nicht essen. Ja, und ich glaube immer noch, dass die beiden irgendwie was am Laufen haben. Ich glaube, das wird ein neues Paar. Die neue Familie. Little Shumi, Jack. Wack. Martha, die Zicke. Und Mannsweib Ellen und Riese Tom. Ja. Ich hatte die Muppets gesehen? Die Muppets, die Schatzinsel? Alter Tom, uralter Tom, toter Tom. Ja, das fand ich sehr lustig. Ja, aber jetzt muss ich entscheiden, wo wir hingehen. Ich kenne mich doch nicht aus. Scheiße, das ist der Tempel. Mama schien froh zu sein, dass wir direkt in die Stadt gingen und nicht zum Palast. Diese Kirchenmänner sind alle Betrüger, sagte sie. Stimmt. Aber sie sind vielleicht die einzigen hier, die einen Steinmetz anheuern würden, antwortete Tom mit einem besorgten Gesichtsausdruck. Kann ich verstehen. Ich glaube, ich denke genauso, dass die Kirchenmänner alle Betrüger sind. Übrigens, ich bin Entscheidungserotiker. Das ist ein super Spiel für mich, wenn ich irgendwas entscheiden muss. Das ist Und hier auf dem Bild schön, weißt du, der Little Shumi, ja, unser King, große Klappe, nichts dahinter, geht natürlich vor, ja, der Master. Ja, ich sag dazu nichts mehr. Och komm. Ernsthaft? Jetzt können wir zurückgehen? Was? Ja, da sind wir. Ich dachte, Shiring war voller Menschen, die Arbeit suchten. Mama und Tom hörten sich um, während wir uns auf dem Markt ausruhten. Alfred sah mich an, als wollte er mir eine runterhauen. Aber ich hatte nur Augen für die Gebäude mit ihren wunderbar geraden Mauern. Ihre wunderbar geraden Mauern. Guck mal hier. Mein Gott, ey, ich weiß nicht. Soll ich das mal so sagen? Auf gut Deutsch. Chronisch unterfühlen. Mando, ey. Alter Vater. Schließlich rief uns Mama rüber. Es hieß, der Graf von Shiring würde alle möglichen Leute einstellen. Im selben Moment hörte ich einen Mann in einer Kutte plötzlich ausrufen. Diese Stimme. Das ist sie. Die Hexe. Sie war vor 10 Jahren hier. Aber außer mir schenkte ihm keiner Beachtung. Diese Hexe, okay. Sehr gut. Ich könnte plötzlich ausrufen. Interessant. Ja, und jetzt? Weiterlaufen. Wir können jetzt in die Städte rein. Das ist ja egal. So ein bisschen zu verlassen, wahrscheinlich gehen müssen. Jetzt kommen wir richtig ins Level, wahrscheinlich. Yay. Du schätzt mich vollkommen falsch ein. Ich wäre ein hervorragender Gemahl. Oh Gott. Ich bin allerdings bereit, dir deinen Fehler zu verzeihen, wenn du nun einwilligst. Dir geht es doch nur um die Ehre deiner Familie. Ich sollte dir vermutlich von meiner Mutter erzählen. Sie war ein fröhliches Mädchen, voller Freude und Hoffnung, bis sie meinen Vater heiratete. Er war kein schlechter Mensch, aber streng und kalt. Sie hasste ihre Ehe so sehr, dass sie daran zugrunde ging. Willst du damit sagen, dass du mich nicht magst? Bei dir dreht sich wirklich alles nur um dich. Die Gefühle anderer sind dir vollkommen fremd. Du bist plump und ungehobelt und kannst noch nicht mal richtig lesen. Was hast du erwartet?
Shumi. Du wirst deinen Fehler schon noch einsehen. Und dann werde ich nicht mehr so gnädig sein. Boah, ich wollte mir da. Ey, ist genau wie Shumi, ey. Vielleicht der uneheliche Bruder. Na dann. Hoffen wir mal, dass der Graf wirklich Arbeit hat. Ja, bitte, ich bin am Verhungern. Alfred, du weißt, was zu tun ist. Halt die Augen auf, bis ich zurück bin. Und Jungs, versucht etwas netter zueinander zu sein. Bitte? Boah, ist doch die Schuld von Wonach soll Alfred die Augen aufhalten? Er soll nach Sachen gucken, die kaputt sind. Viele wissen gar nicht, dass sie ein Steinmetz brauchen, bis man sie mit der Nase draufstößt. Papa könnte ihre Mauern flicken oder ihnen ein Haus bauen. Ein Mann kann ganz allein ein Haus bauen? Darf ich zugucken? Ja. Lern, was du kannst. Aber geh nicht zu weit, hörst du? Ich will doch einfach nur was essen. War das echt der Bauch von dem Typen gerade? Darf ich zugucken? Hat die gerade einen Apfel gezeichnet? Okay. Was zeichnet sie jetzt? Macht sie noch mal kurz. Darf ich zugucken dabei, wie er sich die Gegend anguckt? Ja, ich bin jetzt seine Mutter, ich muss sagen. Berge. Ja. Ganz ehrlich, Jung, vertraut euch. Ist das meine Schuld? Er ist ein Arsch. Der kleine Schumi ist ein Arsch. Da kann ich doch nichts für. Oh Gott, ey. Komm, das ist eine Burg. Sieht ganz anders aus als unsere Höhle. Mehr wie ein riesiger Steinhaufen. Ah, ist das eine Burg? Können wir mit dem reden? Wahrscheinlich nur Achselzucken. Das ist gleich, okay? Alles klar? Gucken wir uns den Affen an. Der sieht ein bisschen aus wie Tom. Was? Kein Mistchen. Er hat nicht mal im Ansatz Ähnlichkeit mit dem. Also ganz ehrlich. Der wollte sich umgucken. Was sitzt der hier rum und geht? Ich bin hungrig. Blöd, Mann. Das ist doch ganz anders. Sind alle Jungen wie er? Oh Gott, ich hoffe nicht. Komm, wir rollen ihn mal von der Seite an jetzt. Was willst du? Verschwinde. Puck. Einmal hier so. An so vielen Orten gewesen. Ich weiß so viel über das Leben. Nicht einmal dieser Ort bringt sich immer zum Staunen. Ja, ganz ehrlich, kennst du Edeburg? Kennst du alle, wa? Ja, oh Gott, sie weiß so viel über das Leben. Ja, sie hat schon viel erlebt in ihren 6 Jahren, in denen sie lebte. Sie hat echt Lebenserfahrungen. Die kann dir auch den Sinn des Lebens erklären. 42. Was ist los mit Mama? Sie wirkt so anders. Mal ist sie fröhlicher, mal grantiger als sonst. Was ist los mit Mutter? Ein Barunen. Jungen Städtchen Wasser. Ein Loch mit Steinen erhoben, meinte Mutter. Liebe im Dom könnte sowas auch bauen. Ja, hier holen Städte ihr Wasser. Wie viele Städte kommen denn hier hin? Egal, komm, wir gehen mal zum Brunnen. Makiten. Jack, pass auf! Sonst fällst du noch rein. Also der Brunnen geht ihm bis hier. Die Beine müssten schon hier sein, damit wenn er sich überbeugt, da reinfallen könnte. Selbst hier kann er nicht rein, weil da musst du schon draufklettern. Naja, komm. Hast du hier noch was? Nee. Die Zeichen. Sorry. Oh, guck mal, ein Raumschiff! Das ist ein Käfer. Kann der irgendwo hin? Überqueren den Höhe. Können wir hier vielleicht hingehen mit ein Stück, so einen Meter nach rechts? Er ist ja die ganze Zeit schon so, dass irgendwie so in irgendeiner Ecke geht das Bild noch weiter. Ja, komm, hier überqueren wir den Hof. Sie hat ihm einfach einen Korb gegeben. Krass. Und der Graf hat es ihr auch noch erlaubt. Was für ein Skandal! Aber William Hamley ist ja auch ein Trottel. Ich würde ihn auch nicht heiraten. Sie ist so ein nettes Mädchen. Sie hat wirklich Besseres verdient. Die ist doch genauso arrogant wie ihr Vater. Quatsch. Das ist die Stärke der Adeligen. Die müssen so sein, sonst respektiert die doch keiner. Ach so, genau, okay. Die macht das schon. Ihr Bruder macht mir da mehr Sorge. Aus dem Feigling wird doch nie ein anständiger Graf. Zumindest weiß er, wie man Leute herumkommandiert. Ja, was für ein Rotzbengel. William,
Also eigentlich müssten sich ja der Schumi hier und der William super verstehen. Mal der hier. Guck mal, da bin ich. Mit kurzen Haaren und mehr Bart. Ja, cool. Ich frage mich gerade, hier stehen so viele Leute rum. Sind die da zum Quatschen da? Weil hier ist ja nur ein Sitz. Da wird was gekocht. Ne, da ist ein Feuer, wa? Ist ja irgendwo auch hier arbeitet oder was ist hier los? Sitzen die alle nur rum und quatschen. Na gut, hier kann man nichts gucken. Was ist das? Geht zurück. Kann mir noch irgendwas. Ups. Hier war nichts außer die Arbeiter. Ne? Also, Vorsicht. Oh. Das könnte Ärger geben. Egal. So viele Menschen. Was machen die alle hier? So weit weg von den Jagdgründen im Wald. So viele Menschen. Ja, viele Menschen. Menschen! Hallo, mein Name ist Jack. Jack. Hallo, wir beachten dich nicht. Was soll ich hier? Komm, wir überqueren erstmal den Hof für den roten Anschlusskrieg. Oh. Oh, okay. Bergen hinauf, ich komme auf den Bergen hinauf. Ist das derselbe Weg, frage ich mich? Ritter, Ihre Kleider sehen schwer aus. Wie können Sie sich darin bewegen? Ihre Kleider sehen so schwer aus. Wir quatschen mit Rittern. Wird sich vielleicht auch nicht beachten. Seid ihr Ritter? Klar. Wieso? Willst du auch einer werden? Ein Ritter wie ihr? Pass auf! Stibitz uns Essen aus dem Bergfried und wir nehmen dich vielleicht in die Lehre. Sehr gut. Eine passende erste Lektion für einen Knappen? Ja, weil edle Ritter auch gerne stehlen. Man nur durch Stehlen zum Ritter wird, das macht Sinn. Komm schon, bring uns was Leckeres. Der Bergfried ist direkt durch das Tor die Brücke hinauf. Du willst doch ein Ritter werden, oder? Komm schon. Der Bergfried... Steine so gerade wie Bäume und ein Eingang aus Holz. Wie seltsam. Häuser sind seltsam. Komm, wir klopfen mal. Nüscht. Tantau. Hatte wir ja hier die schlumpfte Köpfchen. Da waren wir gerade. Gehen wir noch mal hier rüber. Gehen wir noch mal rüber. Und gucken uns den Stall an. Ein Haus für Pferde. Das müssen gute Leute sein. Sie behandeln ihre Tiere wie Menschen. Okay, ja. Das ist richtig. Okay. Gehen wir mal den Wehrgang hinauf. Oh. Ritter. Er hat Haar wie ich. Naja, nicht ganz. Er hat auch in einem Wald gelebt. Er hat Haar wie ich. Na, quatschen wir mal an. Kriegen wir Anschluss, wo wir da sind. Was willst du, Junge? Na, du Trinker, oh mein Gott, deine Stimme. Willst du einfach nur rumstehen und glotzen? Na, von mir aus. Dann zeig mal, was du kannst. Ja, glotzen ist ja nicht einfach. Bist du ein Ritter? Klappe. Reden gilt nicht. Okay. Ah, ich dachte, ein Rotschopf wie du muss ein Draufgänger sein. Mein Fehler. Ein andermal vielleicht. Prost, Junge. Sauf du mal weiter, du Ritter. Mal gespannt, wenn eine Schlacht kommt, wie das dann ausgeht. Aber gut. Ich bin auch ein Rotschopf, heißt also, ich bin auch ein Draufgänger, ja? Ist gut zu wissen. Naja. Wirst du bald kämpfen. Bist du ein Ritter? Na klar, was denn sonst? Wenn ich bloß zum Brotbacken da wäre, hätte ich mein Leben umsonst riskiert. Ich sag dir, Junge, such dir eine Arbeit, die sich lohnt. Keine, wo du dir jedes Mal ein neues Pferd kaufen musst, wenn dir einer den Arsch versohlt. Ein Ritter zu sein ist teuer. Vor allem, wenn man auch noch ein Säufer ist. Ja. Verdammt, hätte ich's doch vorher gewusst. Also ein Bäcker ist auch ein guter Beruf, den braucht man auch, ja. Ja, ein Rothaariger, der saufen kann. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
kommt mir sehr bekannt vor. Naja. Wirst du bald kämpfen? Warum fragst du? Na gut, ich will dir was verraten. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Nein. Welche Farbe hat deine Kacke, Junge? Was? Braun. Nett. Meine ist grau. Wie Asche. Aber das sollte ein Geheimnis bleiben. Die Farbe meiner Kacke geht weder dich noch sonst wen was an. Also behältst du das besser für dich. Kapiert? Mhm. Das ist also... Entschuldigung, ich muss... Was stimmt denn nicht mit dem? Ah, was hast du so gemacht, Schrotti? Auch du, ich hab... Die Säulen der Erde gespielt. Und wie war's? Hast du ein Let's Play gemacht? Ja, ja. Und wo ging's da? Oh ja, ich hab mit dem Rothaarigen über Kacke gesprochen. Seine war übrigens grau. Oh, jetzt hab ich's Geheimnis verraten. Was ist denn los? Was ist denn los? Delik, was ist denn los? Na ja, komm hier. Jetzt komm mal hin. Wirst du bald kämpfen? Du schuldest mir noch den Beweis, dass du ein Geheimnis bewahren kannst. Wie war nochmal die Farbe meiner Kacke? Grau, wie Asche. Versuchen wir es nochmal. Welche Farbe hat meine Kacke? Braun. Gut. Braun. Nett. Meine ist grau, wie Asche. Aber das sollte ein Geheimnis bleiben. Die Farbe meiner Kacke geht weder dich noch sonst wen was an. Also behältst du das besser für dich. Kapiert? Wirst du bald kämpfen? Du schuldest mir noch den Beweis, dass du ein Geheimnis bewahren kannst. Wie war nochmal die Farbe meiner Kacke? Braun. Nett. Meine ist grau, wie Asche. Aber das sollte ein Geheimnis bleiben. Die Farbe meiner Kacke geht weder dich noch sonst wen was an. Also behältst du das besser für dich. Kapiert? Noch, ich verstehe das gerade nicht irgendwie. Wirst du bald kämpfen? Du schuldest mir noch den Beweis, dass du ein Geheimnis bewahren kannst. Wie war nochmal die Farbe meiner Kacke? So vielleicht? Sehr gut. Sieht so aus, als könntest du doch den Mund halten. Willst du wirklich wissen, was hier vor sich geht? Dann sag einfach die Worte, was ist dein finsteres Geheimnis, Catface? Was ist dein finsteres Geheimnis, Catface? Wohl gesprochen, mein Junge. Denn mein Geheimnis ist wahrlich finster. All die Männer hier bereiten sich nämlich auf etwas vor. Es ist für eine Sache, die man Treue nennt. Du musst wissen, dass diese Ritter einem Mann treu sind. Und der ist einem anderen treu. Und der ist dann noch jemand anderem treu. Einer Frau. Der rechtmäßigen Königin von England. Für manche geht's bei Treue nur um Geld, Gunst und Macht. Aber für mich geht es um Vertrauen. Darum, wem ich für eine gerechte Sache bis in die Hölle folgen würde. Erhobenen Hauptes gemeinsam in die Hölle gehen. Das ist es, was die Welt zusammenhält, mein Junge. Ja, ja, komm, ist Jod. So. Hast du mein kleines Geheimnis jetzt verstanden? Ja. Gut.